Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fashion Try-On-Haul von Shein für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich durfte mir mal wieder ein paar Produkte, ein paar Klamottenteile im Shein Online-Shop aussuchen und die stehen jetzt hinter mir auf der Kleiderstange hängen. Genau, das möchte ich gerne mit euch zusammen anprobieren. Ich habe mir natürlich schon so meine Gedanken über Qualität und so weiter gemacht, als ich sie gerade auf die Leine gehangen habe, um entsprechend mein Video auch ein bisschen zu planen, welche Outfits ich so kombinieren wollte und so. Und ich habe auch einen Code für dich, der ist jetzt im März gültig, den ganzen März, deswegen kommt dieses Video auch am 1. März direkt online. Da kannst du ein bisschen was sparen. Das finde ich ganz cool, dass es von Shein auch zur Verfügung gestellt wird. Und ja, schau dich da gerne einfach mal um. Ich persönlich habe meine Meinung tatsächlich zu Shein verbessert in der ganzen Zeit. Also ganz am Anfang war ich relativ skeptisch und jetzt je mehr Kleidungsstücke tatsächlich bei mir zu Hause einziehen, desto hochwertiger finde ich die tatsächlich auch. Ich blende dir auch die ganzen Preise zu den Produkten ein, die ich dir hier so zeige, auch angezogen gleich. Und dann kannst du dir dein eigenes Bild darüber machen. Ja, was soll ich sagen? Ganz am Anfang muss ich das immer machen. Ich bin 1,73 Meter groß, wiege ungefähr 70 Kilo und trage normalerweise so auch die Größe M, bei Hosen eher die Größe L. Und das ist so mein Körper. Ne? Auch obenrum, da bin ich eher schmaler, also da passt mir auch eine S, aber da die ganzen Klamottenteile obenrum aktuell sehr, sehr kurz geschnitten sind, gehe ich da eher zu einer M tatsächlich. Ansonsten habe ich bauchfrei. Ich mag nicht so gerne, wenn das ganze Kram ultra bauchfrei ist. Ich bin eher so vom Fashion-Stil her, was ich so auch in meinem Alltag trage, sehr bequem, aber trotzdem irgendwie schick. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben würde. Ich mag meinen Klamottenstil, der hat sich so in den ganzen Jahren irgendwie eingegroovt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ach so, und ich habe auch die Kleidungsstücke weitestgehend in der Größe M bestellt dann, ne, damit das halt dann auch wirklich passend ist. Ich habe hier gerade das erste Kleid und das raffe ich mal so ein bisschen zurecht, weil das war jetzt bei mehreren Kleidungsstücken der Fall, dass du so Seitenraffungen hast. Und das möchte ich natürlich auch austesten, wie das dann aussieht, weil ich mag jetzt nicht so gerne super lange Kleider oder sowas tragen, weil das bei mir dann zu Madame-mäßig aussieht, sag ich mal jetzt so ganz ehrlich, ne? Das würde ich halt, also auf der Arbeit schon knielang, ja, ne, grob. Wobei, wenn man im Homeoffice ist, was ja höchstwahrscheinlich dann noch eine ganze Weile so weitergehen wird, ist es ja eher Pelle. So, das habe ich jetzt an den Seiten mal ein bisschen zusammengerafft. Das ist das erste Kleidungsstück und als ich das im Onlineshop gesehen habe, habe ich mir gedacht, ne, herzlich willkommen in den 80ern, weil du hast hier wirklich Schulterpolster, ne? Ich habe mich weggeschmissen. Also als es eben ankam, dachte ich auch, wie geil ist das denn? Ich habe mich tierisch gefreut. Habe ich in der Größe M. Das ist dieses wunderschöne Batik-Kleid. Also das ist wirklich, ne, herzlich willkommen. Back to the Roots. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Also sehr weich, sehr hochwertig. Hier habe ich einen losen Faden, aber der liegt einfach nur auf. Der kam gerade nirgendwo her. Ansonsten sieht das alles echt gut vernäht aus. Auch diese Raffung an der Seite sieht gut aus. Hier unten habe ich auch einen losen Faden, aber das hast du halt manchmal, dass auf den Kleidungsstücken drauf lose Fäden liegen, wenn die aus der Verarbeitung kommen. Ist das manchmal so. Ansonsten sind die Nähte wirklich nice, ne? Also das ist vollkommen in Ordnung. Natürlich ist dieses Kleid ein ganz kleines bisschen durchsichtig, was ich aber nicht schlimm finde. Denn dann ziehe ich mir da einfach irgendwie einen Top drunter oder eine Leggings, was ich jetzt gleich machen werde oder was ich schon anhabe quasi. Und ansonsten macht das erstmal einen guten ersten Eindruck, aber ich bin echt gespannt, wie das angezogen aussieht. Hier haben wir dann einmal das Kleid. Ich habe es wirklich ein bisschen kurz gerafft, ne? Das sieht man jetzt ja auch. Aber es sieht echt witzig aus. Also ich finde das ziemlich fancy mit diesen Schulterpolstern, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es echt befremdlich ist für mich, ne? Ansonsten sitzt es gut. Ich habe ein schwarzes Top drunter, was man hier an den Seiten natürlich sieht, weil es ein bisschen tiefer ausgeschnitten ist. Ansonsten sieht man es nicht wirklich. Ich finde, dass es sehr fancy ist. Damit fällt man auf jeden Fall auf, weil du hast einerseits dieses Futuristische mit diesen Schulterpolstern, die du natürlich auch, wenn du die gar nicht magst, ne, kannst du die rausnehmen. Das sind hier einfach nur so reingesetzte Schulterpolster. Hier steht auch schon ein Fädchen ab, aber die kannst du rausnehmen, ne, wenn du die ganz furchtbar findest. Ich finde es, wie gesagt, super witzig. Dadurch hat man dieses Kantige hier oben, futuristisch. Und hier unten ist es so richtig, hallo, herzlich willkommen, 80er, 90er, wo seid ihr? Wir dancen.
ich finde es total geil. Also gefällt mir. Ich finde das von dem Muster her schön. Man kann natürlich, ne, wie gesagt, diese Raffung auch ein bisschen tiefer machen, dass es nicht ganz so knapp sitzt. Mit einer Leggings geht es jetzt natürlich, aber wenn ich da jetzt nichts Blickdichtes drunter hätte, würde ich mich etwas unwohl fühlen. So macht das natürlich auch eine entsprechende Betonung auf das Hinterteil. Aber Leute, ich finde es witzig. Es ist ein schönes Frühlingskleid und mir gefällt es. Jetzt habe ich mir das zweite Outfit rausgesucht. Das ist einmal so ein ganz normales, etwas langärmeligeres T-Shirt, was hoffentlich auch schön lang ist. Da muss ich gleich mal gucken, wie das dann angezogen aussieht. Das hat ein richtig schönes Zopfmuster, sieht wirklich edel aus, fässt sich gut an. Und da bin ich extrem gespannt, wie das dann gleich angezogen sein wird. Ich mag solche Ausschnittarten richtig gerne, weil das halt so ein Ausschnitt, aber doch kein Ausschnitt ist. Das heißt, man kann da auch schöne Kette auf der Haut sehen und so. Das mag ich einfach gerne. Und ich mag auch, wenn diese Armlängen da sind. Also wenn du quasi nicht ganz so kurz hast. Das heißt, wenn ich so eine Armlänge habe, muss ich mir die Achseln nicht immer rasieren. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Genau. Das ist auch vom Stoff her so, dass ich das so im Herbst und auch im Frühling tragen könnte. Im Sommer oder Hochsommer wäre mir das wahrscheinlich ein bisschen zu warm, weil sich das doch sehr dick anfasst. Das ist sehr, 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 sehr angenehm, sehr interessant. Und dazu werde ich kombinieren ein Röckchen oder ein Rock vielmehr. Das ist so ein richtiger Walle-Walle-Rock. Ich mag Walle-Walle-Röcke. Ich mag es, wenn ich mich drehe und mein Rock fliegt. Hier finde ich den Stoff eher so schwierig, weil man den bügeln muss. Und ich hasse Bügeln. Bügeln und ich, wir sind keine Freunde und werden es niemals werden. Das ist aber ein Stoff, da musst du entweder diesen Rock, nachdem du es gewaschen hast, wirklich aufhängen und so trocknen lassen, ne, und nicht anfassen, nicht anpusten, gar nichts. Ansonsten kriegst du da Falten rein. oder du musst es halt bügeln. Da bin ich kein Fan von. Und es fühlt sich halt auch sehr, ja, man hört's, ne? So unterrockmäßig fühlt sich das eigentlich eher an. Aber gut, gleichzeitig wird es wahrscheinlich eher auch puffig dann auf der Haut, also auf dem Körper angezogen sein. Was ich dann schon wieder geil finde, dann haben wir hier so eine, ja, ne, nochmal so eine Falte. Ich mag das. Das ist mein Style, das finde ich total großartig und das ziehe ich jetzt an. Selbstverständlich würde man hier drunter normalerweise eine Strumpfhose ziehen und nicht so eine Leggings, ne? Ist klar. Aber jo, so schaut das dann aus. Ich finde den Rock lala, tatsächlich, ne? Also es ist halt so ein, wie eben schon gesagt, ein spezieller Stoff, aber er sitzt gut. Er sitzt halt auch genau da, wo er hingehört. Er sitzt nicht zu tief und nicht zu hoch. Er hat eine gute Länge, die mir wirklich gefällt. Ich mag auch dieses Walle-Walle-mäßige und ich denke auch, dass es im Sommer echt gut aussehen wird oder halt auch im Frühling, auch wenn ich dann damit zur Arbeit gehe. Und wie gesagt, es ist ein Walle-Walle-Rock. Und auch das Oberteil, das finde ich richtig schön. Das macht halt hier auch alles schön. Das hat einen perfekten Ausschnitt. Also nicht, dass du halt hier so einen Ausschnitt hast. Es ist halt irgendwie bequem, aber gleichzeitig schick. Halt genau mein Style. Wie gesagt, hier von der Armlänge her gefällt mir richtig gut. Es fühlt sich richtig schön auf der Haut an. Und die Länge, jetzt popel ich das hier mal kurz raus, ist auch vollkommen in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich eine Hüftjeans anhätte quasi, ne, dass ich das hier dann dazu anziehen könnte, weil dann hätte man hier so viel Bauch frei. Und aber ansonsten mag ich das richtig gerne leiden. Ich habe jetzt hier ein schwarzes Top hier drunter, was man minimal durchscheinen sieht. Also ich würde hier schon empfehlen, dass man auch unter das T-Shirt, Oberteil, Shirt, wie auch immer, irgendwas drunter anzieht, ne, wenn man ansonsten vielleicht zu sehr die Unterwäsche betont haben könnte. Aber mir gefällt das. Und ich finde das richtig, richtig schön. Das mag ich, ne? Das ist cool. Findet ihr es auch immer so aufregend, wenn man so sich Try-on-Hauls anguckt, wie sich die Frisur von der Person, die Try-on-Hauls macht, im Laufe der Zeit verändert? Alter Schwede. Okay, als nächstes habe ich hier ein Kleid. Und das ist sehr speziell geschnitten und sieht sehr speziell aus. Aber genau sowas finde ich auch mal echt nice. Das ist so ein bisschen in diesem Boho-Style, sagt man, glaube ich, dazu. Es ist halt so ein Trägerkleidchen, dann ist das hier halt für die Arme. Auch hier wieder diese langen Arme, aber ich glaube, hier sollte man sich tatsächlich die Achseln rasieren. Muss ich gleich mal gucken. Und unten ist es so bommelmäßig. Das finde ich total großartig. Vom Stoff her fühlt sich das genauso angenehm an wie das T-Shirt, was ich gerade trage. Das hat hier auch noch so ein Innenkleid, sage ich mal. Also da ist nochmal Stoff reingenäht, damit es halt nicht durchsichtig ist, was ich toll finde. Das geht aber nur bis relativ kurz und dann ist es durchsichtig. Wir gucken gleich mal, wie das angezogen aussieht. Es fühlt sich schön an. Es weiß ich nicht.
Es riecht auch nach, ne, jetzt nicht irgendwie nach der Container, wo das drin war, wo du begast, sondern es riecht richtig angenehm. Weil wenn die Sachen aus China halt oder aus Asien zu uns nach Hause kommen, dann hast du ja oft, dass die Container vorher mit so einem Gas behandelt werden, damit halt keine Krabbelviecher hier rüberkommen. Genauso ist es umgekehrt übrigens auch, ne? Also wenn die unsere Produkte bekommen, denken die sich auch manchmal, holla, 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 die Waldfee. Warum ich das weiß? Weil ich bei einer Firma arbeite, die Ware nach China, Vietnam, Taiwan und so weiter exportiert. Nur mal so, by the way. Genau. So, ist das. Es ist anziehen, ja. Holla, die Waldfee. Man mag es erst nicht glauben, aber dieses Kleid ist ganz schön sexy, ne? Wenn ich mir das so begucke. Ich glaube, ich habe das auch eine Nummer zu klein geholt und ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll. Denn das hier ist leider bei mir sehr, sehr eng. Man sieht es auch, ne? Das schneidet bei mir halt ein, auch wenn es echt schön aussieht. Ja, man kann das hier an den Seiten noch abschneiden, dass man halt quasi nur noch dieses Hängerchen hätte, was bei mir auch vollkommen klar gehen würde. Ja, man sieht jetzt mein schwarzes Top, aber ich glaube, damit kommen wir jetzt gerade mal kurz klar. Was ich aber holla die Waldfee finde, ist das hier. Boah, es ist kurz, ne? Das ist mir auch zu kurz. Das ist mir zu kurz. Guck mal, ne? Das kann ich ja nur mit Leggings anziehen und dann wäre das halt schon. Das ist mir zu. Also. Ich weiß nicht. Also, es fühlt sich richtig, richtig schön an. Aber ich glaube nicht, und da muss ich ehrlich sein, dass ich damit dann vor die Tür gehen würde, ne? Das wäre nichts für mich. Nee, das wird weiter wandern. Aber es ist richtig schön. Wäre das jetzt ein, zwei Nummern größer, ne? Wäre das ein Traum. Aber so ist es halt sehr kurz. Kannst ja nichts drunter ziehen, ne? Weil dieser Schlitz ist halt so krass. Da siehst du ja den halben Poppes schon. Schwierig. Ich stehe halt total drauf, was das hier mit meinen Hoopies macht, ne? Weil das hält alles wirklich schön und ich mag das eigentlich total gerne, aber das ist mir zu eng, das ist mir zu kurz, schwierig. Okay, kommen wir zum nächsten Outfit. Und da habe ich mal etwas Farbe, die ich ins Spiel bringen möchte, mit einem wunderschönen Pastell-Lavendel mit diesem Rock. Der Stoff ist sehr, sehr leicht und sehr flatterig. Da muss ich aber gleich mal gucken, wie sich das angezogen anfühlt. Haben wir da einen Unterrock? Nee, haben wir nicht. Ne? Das heißt, ja. Wir gucken mal, was das heißt. Du hast hinten auf jeden Fall einen Reißverschluss. Das finde ich immer sehr gut, dass man da sich halt, ne, so mit einem Reißverschluss rein manövrieren kann. Dann hat man hier auch noch etwas, um das extra zuzumachen. Aber irgendwie geht das überhaupt zu? Nee. Also da ist halt hier nochmal so ein zusätzliches Häkchen theoretisch. Aber das geht gar nicht. Keine Ahnung. Naja, es ist auf jeden Fall so ein richtig schönes Röckchen, so ein Tennisröckchen? Nicht. Tennisröckchen sind noch kürzer. Naja, und dann habe ich hier noch was Fluffiges drüber. Und zwar ist das dieses mega coole T-Shirt, was halt so aufregende Ärmel hat. Das sind halt so richtige Pünktchen auf diesem Netzstoff. Nicht, aber das, ne, dieses... Ich habe vergessen, wie dieser Stoff heißt. Keine Ahnung. Da halt jedenfalls drauf. Der Ausschnitt ist halt so ein... Ist das ein Herzausschnitt? Ich weiß nicht. Wenn du hier und hier und hier quasi so eingenäht hast, das mag ich auch so gerne. Da muss man halt mit dem BH ein bisschen aufpassen, auch hinten, ne? Weil das hinten auch recht tief dann ausgeschnitten ist. Aber ich zieh's mal an. Und hier haben wir diese fancy Kombi. Ja. Ein Flatterrock. Ich stehe drauf. Ja, also, da muss ich ein bisschen weiter weg. Der Rock, der ist wirklich, ne? Recht leicht und luftig und klar, wenn ich jetzt hier nicht eine Leggings drunter hätte, würde ich mir wahrscheinlich Gedanken machen, dass mir gegebenenfalls jemand unter den Rock gucken könnte. Bin ich ehrlich. Der sitzt an der richtigen Stelle tatsächlich, kaschiert auch ganz gut meine Dip-Hips, nennt man das so, ne? Wenn die hier so einen Knick machen, wie auch immer. Das T-Shirt ist aber wahnsinnig geil. Das ist super bequem. Ich finde, dass es schön aussieht. Mit dem BH, den ich trage, was übrigens mein Lieblings-BH ist, der schon 100 Jahre alt ist, passt es. Da habe ich sowohl hinten als auch vorne keine BH-Linien, glaube ich. Nee, ich auch nicht. Voll geil. Was ein Ausschnitt. finde ich richtig schön. Passt jetzt auch gerade voll zu meinem geschminkten Look, den ich so trage, ne? Weil ich dieses dunkle, rauchige heute mal so ein Kohlkajal verwendet habe. Und dazu dann dieses fast schon mädchenhafte, gleichzeitig verspielte, aber auch leicht verruchte dunkle Oberteil anhabe. Finde ich echt cool. Also das ist jetzt so ein Outfit, was ich extrem schön finde. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Da würde ich mich den ganzen Tag mit wohlfühlen.
Dieses Kleid ist ein ganz kleines bisschen anders geschnitten als das erste, was ich euch gezeigt habe. Aber es hat halt auch diese Raffung an der Seite. Ja, es ist rot. Der Ausschnitt ist sehr, sehr ähnlich. Der Stoff ist aber... Naja, da wirst du sehr drin schwitzen, denke ich mal, ne? Naja, es hat halt hier keine Puffärmelchen, sondern einfach T-Shirt-Ärmelchen und sieht sehr, sehr basic aus. Aber ich guck mal, wie das angezogen aussieht. Da wirken manchmal die Teile ja auch ein bisschen anders als auf dem Bügel. Ja, so sieht das dann angezogen aus und ein bisschen gerafft auch an der Seite. Ich hätte noch Potenzial, mehr zu raffen. Ja, ich hätte definitiv noch Potenzial, mehr zu raffen. Naja, auf jeden Fall kann man das hier noch weiter hochziehen, wenn man möchte. Aber ja, so finde ich es eigentlich schon kurz genug, ne? Mit einer Leggings würde ich es tatsächlich so tragen, da habe ich so keine Last mit. Ansonsten wäre mir das wahrscheinlich ein bisschen zu knapp am Popo. Was ich halt wirklich auch durch diese Raffung schön finde, ne? Das ist halt hier dann alles, es sieht alles sehr smooth aus. Und ich hatte damals, als ich so meine Clubzeit hatte, kann man das so sagen, da war ich öfters mal in der Disse, hatte ich auch so ein Kleid, das war aber schwarz und das war super ähnlich zu dem hier, hatte aber noch knappere Achseln und das war halt auch so gerafft und ich habe es geliebt und da kriege ich gerade so krasse Backflashes zu. Krass. Okay, aber ja, es ist jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, also wenn man das jetzt mit einer schönen Kette kombinieren würde, dann sähe das auch schön aus, finde ich. Ansonsten, es ist jetzt oben relativ langweilig und du hast halt wirklich hier diesen Polyesterstoff, ne? Das ist halt echt so eine Thematik, gerade wenn es halt so ein T-Shirt-Kleid ist, was man dann ja auch tragen würde, wenn es wärmer draußen ist und man ja per se schwitzt, kann es schwierig werden. Wenn ich das aber im Frühling mit einer Leggings kombiniere und dann nicht noch irgendwie groß was oben drum rum gebe, kann das funktionieren, aber es haut mich jetzt nicht so vom Hocker, muss ich gestehen. Als nächstes kommen wir zu einer Dreier-Kombi, die ich mir jetzt gerade zusammengestellt habe. Und zwar habe ich wieder so ein richtig schönes T-Shirt, aber man sieht schon, der Kleiderbügel ist ja schwarz, ne? Es wird wahrscheinlich etwas durchsichtiger sein und hat aber so einen schönen Stoff, ich weiß nicht, so einen Spitzenstoff, ich weiß es nicht, wie man das nennt. Kennt ihr noch diese Oberteile aus den 90ern tatsächlich, die so gerafft waren? So ähnlich fühlt sich das an tatsächlich. Finde ich ganz nice. Und eben weil das so durchsichtig ist, hatte ich mir hierzu noch ein Töpfchen ausgesucht. Und auch das in der Größe M. Das ist dieses hier. Ne, das kann man einfach unter solchen etwas zu durchsichtigen Klamotten drunter tragen, damit da sich nicht zu viel abzeichnet. Natürlich kann man sowas auch in... In Hautfarben oder so holen. Ne? In Hautfarben habe ich das zu Hause. In Weiß brauche ich die immer mal wieder, weil ich halt da immer meine gelben Deo-Flecken von kriege. Ne? Ist so. Okay, und dazu, zu diesen beiden weißen Sachen kombiniert, habe ich diese mega krasse Geschichte. Also auf dem Model sah das richtig geil aus. Ich bin mal gespannt, wie das an mir aussieht. Und zwar ist das eine Hose. So eine richtige, eigentlich Buntfaltenhose. Und wenn ich so durchgucke, dann sehe ich mein Ringlicht. Wow, also die ist schon relativ durchsichtig. Die sieht halt so cool aus, ne? Mal gucken, wie die an mir aussieht. Ob sie genauso aussieht wie an dem Model, man weiß es nicht. Die habe ich jetzt, glaube ich, sogar in L mir ausgesucht. Nee, tatsächlich in M. Ich bin ja mutig gewesen. Okay, anziehen. So sieht übrigens das Bandeau-Teil aus, ne? Also einfach nur so drüber läuft. Wow, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, um ehrlich zu sein. Diese Hose zu tragen erfordert tatsächlich Mut, denn das ist so eine richtige Statement-Hose, ne? Ich habe meine Leggings jetzt drunter angelassen. Ich bin ehrlich, ich war gerade zu faul, um sie auszuziehen. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht sagen, wie sie sich auf der Haut anfühlt. Wahrscheinlich extrem leicht. Also so, wenn ich auch so drüber fasse, dann merke ich das. Es ist natürlich super praktisch, weil mit dieser Hose könnte ich sämtliche Crop-Tops, die ich so habe, tragen, weil die halt so hoch sitzt, also richtig hoch, ne? Aber puh, also das ist sehr, sehr, die betont hier meine Dip-Hips tatsächlich, ne? Das, was hier so reingeht, die ist sehr anschmiegsam, die ist wirklich sehr, sehr anschmiegsam, aber die ist sehr locker von der Länge her. Geht das bei mir vollkommen klar? Habe ich nicht wunderschöne Herzchensocken? Ja, muss man wirklich sagen. Das T-Shirt ist sehr durchsichtig, da muss man sowas drunter tragen. Ansonsten würde ich mich nicht wohl damit fühlen. Würde ich aber jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zu dieser Hose kombinieren, weil dadurch sehe ich oben vom Oberkörper her so, also so mega zusammengedrückt aus. Wisst ihr, was ich meine?
weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht ganz so. Dazu würde wahrscheinlich eher so dieses schwarze T-Shirt mit den Puffärmeln passen, um das Ganze irgendwie auszugleichen. Oder halt was, ja, wobei, das ist ja was enger Liegendes, ne? Ich weiß nicht, aber das erfordert Mut. Das erfordert wirklich Mut. Ich weiß nicht, ob ich so jemals aus dem Haus gehen werde, weil das ist nicht 80er, das ist nicht 90er, das ist mega 70er. Hier mit diesem Schlag und so. Ich meine, ich mag Schlaghosen, davon mal ab. Ich wüsste aber zum Beispiel auch gar nicht, was für Schuhe ich dazu kombinieren soll. Wahrscheinlich irgendwelche High-Heel-Sandaletten oder sowas. Wahrscheinlich. Aber dann wären mir die auch wahrscheinlich zu kurz. Ne? Schwierig. Dann kommen wir mal ein bisschen mehr zurück in meine Komfortzone, um das mal so zu sagen. Da habe ich mir ein Kleidchen ausgesucht in Schwarz, was aber hier unten sehr interessant aussieht. Das ist nämlich hier noch mit so einem Netzstoff halt drin und darunter ist dann wieder der normale Stoff. Das fühlt sich sehr schwer an, sehr, sehr gut und ja, von also ist doppellagig, ne? Glaube ich, ist es doppellagig? Fühlt sich doppellagig an. Ja, es ist doppellagig, auf jeden Fall. Und ja. Ist halt vom Stoff her wie so ein Abendkleid, ne? Wie so ein Partyabendkleid, sage ich jetzt mal. Vom Ausschnitt relativ unspektakulär. Ist hier an den Hoopies ein bisschen abgesetzt, dass es quasi da auch ein bisschen schöner geschnitten ist. Eine schöne Kette dazu und dann läuft das. Und das ziehe ich mal an. Tada! Das ist auch wieder mit... Wow, was ein Ballonrock, oder? Also ein Walle-Walle-Rock. Ja, ich habe jetzt natürlich dadurch, dass ich die schwarze Leggings drunter habe, nicht so den Ultrakontrast, aber so kann man es vielleicht sehen. Ja, genau. Also von der Länge her finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich finde es nicht zu kurz tatsächlich, auch wenn das hier in dieser Netzstoffeinsatz das Ganze natürlich ein bisschen verkürzt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich finde es mega schick. Ich kann mir das vorstellen, das als Hochzeitsgast zu tragen oder auf einer Geburtstagsfeier oder so. Ich kann mir das... Ja, im Büro ist es vielleicht sogar ein Stückchen zu schick. Ich habe hier einen Fleck zwischen meinen Hoopies. Naja. Und ansonsten finde ich das eigentlich ganz angenehm. Der Stoff ist wirklich so ja, minimal grenzwertig, ne? Also ein bisschen zu viel Polyester ist damit drin, würde ich sagen. Aber ansonsten finde ich das Kleid schön. Es passt mir richtig gut. Es macht hier ne, eine schöne Geschichte. Kaschiert alles, was kaschiert werden möchte. Und ich mag das. Das ist tatsächlich eine schöne, ganz normale Abendkleidgeschichte für mich. Es wird Zeit, dass wir wieder etwas chilliger werden. Denn ich bin ja ein bisschen zu schick hier gerade unterwegs mit meinen... Kein Friese. Egal. Ich habe mir ein T-Shirt ausgesucht und da steht einfach ganz simpel Love drauf. Ich wollte aber einfach mal aus reiner Neugierde wissen, wie die Qualität von ganz normalen Shein-T-Shirts so ist. Und die ist gut. Also das ist recht dick. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie die Zusammensetzung davon ist, von dem Material und so. Aber es fühlt sich gut an. Alles gut verarbeitet. Der Druck ist klar. Ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem Waschen ist. Das werden wir dann im Laufe der Zeit sehen. Heute kommen die ganzen Sachen nämlich noch in die Wäsche. Ja, die Länge ist gut. Sieht sehr, sehr entspannt aus. Sieht so aus, als wäre das was für mich. Die Farbe könnte etwas schwierig sein, ne? Weil sowas lässt mich schnell blass aussehen. Aber das gucken wir mal. Und dafür habe ich mir als Kombi so eine Capri-Hose, sagt man ja so freundlich, dazu geholt. Ne? Das ist so eine etwas kürzere Hose, die aber super witzig ist, weil du hast hier vorne die Hosentaschen, die eigentlich aussehen wie hinten auch. Also als ich das eben aus der Tüte rausgenommen habe, habe ich gedacht, hä, wo ist denn jetzt vorne und wo ist hinten? Ja, und das werde ich mal anprobieren. Ich bin nämlich sehr gespannt, wie die Jeanshosen von Shein mir passen. Das ist jetzt auch Größe M, 170-70B. Also für die ist dann wahrscheinlich alles, was Größe M ist, 1,70 Meter groß. Ja gut, 3 cm bin ich zu groß. Und 70B ist dann wahrscheinlich die Hoopie-Größe. Na, da habe ich ein bisschen 75B, ne? Irgendwas ist hier gerade ausgegangen. Ist mein Mikro ausgegangen? Bitte nicht. Ich weiß nicht, hier steht irgendwas off. Naja, wir gucken mal. Auf jeden Fall ziehe ich das mal an. Tada! Hier haben wir jetzt mal so ein ganz normales, chilliges Alltagsoutfit, sage ich mal auch. Genau, die Hose sitzt wirklich gut. Die sitzt recht hoch. Also das ist krass high-waisted. Die ist mir auch nicht zu eng. Habe ich ja sonst bei Hosen gerne, gerade bei Jeanshosen, dass die mir zu eng werden. Die hat hier auch noch ein bisschen Platz. Total klasse. Also ich glaube, Shein-Hosen passen mir. Das, was ich halt echt merkwürdig finde, sind hier die Taschen, ne? Dass du halt hier so oben reingehst. Ich, ja, weiß nicht, irgendwie, wobei bei Hosen gehst du immer von oben rein, ne? Aber das ist so merkwürdig, weil die so aufgenäht sind. Naja, ansonsten sitzt die Hose auf jeden Fall echt gut. Die fühlt sich richtig wertig an.
Das erstaunt mich gerade total, ne? Also das überrascht mich positiv. Ja, gefällt mir tatsächlich. Also das ist so ein, so würde ich halt auch ins Büro gehen, hätte ich nichts drum bei. Auch das T-Shirt, ne? Das ist basic, aber es ist schön. Gefällt mir. Schöner Print drauf. Mag ich. Ich schließe meistens meine Hauls mit sehr bequemer Kleidung ab. Das ist jetzt sehr bequem, was ich anhabe, aber es geht noch ein Tick bequemer. Nein, ich habe jetzt hier keinen Schlafanzug, aber ich habe hier eine Sportleggings. Ohne Witz, ich habe letztens immer wieder auch diese ganze Oceans Apart Werbung gesehen und ich war kurz davor, dort zu bestellen, weil ich mir gedacht habe, komm Claudi, ne, machst jetzt ja auch Yoga und so und dann willst du ja auch irgendwie eine vernünftige Sportleggings haben. Bin dann aber von den Preisen zurückgeschreckt und habe mir gedacht, nee, ich gucke einfach mal, was es sonst noch so gibt. Und dann kam ich, habe ich von Shein die Anfrage bekommen, ob wir wieder zusammenarbeiten wollen. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann hole ich mir jetzt eine von Shein und dann gucke ich mal, wie die so sind. Und hier kamen jetzt die Leggings an. Die sieht soweit so gut aus. Das ist so ein, ja, das ist nicht schwarz, es ist auch nicht grau. Es ist so ein ganz, 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 ganz dunkles Anthrazit. Da, ne, ja, fühlt sich gut an. Hat ein sehr festes Bündchen. Also du hast hier richtig auch, richtig, wie heißt das, Gummizug drin, genau. Und ja, macht einen guten Eindruck, ne. Und da schlüpfe ich doch jetzt einfach mal rein. Hier haben wir dann die Leggings. Da muss ich aber sagen, das ist nichts, was ich ohne was drüber anziehen würde, weil dieses Bündchen halt so richtig wulstig ist, ne? Das finde ich jetzt nicht so großartig. Also für mich auf jeden Fall eine Leggings, die ich so zu Hause trage oder die ich unter Kleidern trage, unter Röcken, wie auch immer, weil die ein sehr angenehmes Bund, ein angenehmen Bund hier hat, weil der halt nicht so dünn ist und nicht so einschneidet, sondern halt so groß und dann ist es angenehmer zu tragen einfach, ne? Ja, aber ich weiß nicht, also da zeichnet sich natürlich jetzt alles ab und so, das ist ein bisschen blöd und ich finde, dass es auch recht locker sitzt, das sieht man wahrscheinlich jetzt auch im Schritt, ne? Das sitzt recht locker. Ich glaube, so muss das gar nicht. Also normalerweise sollten halt Sportklamotten sehr, sehr eng sitzen, wenn es halt solche Leggings sind. Oder halt wirklich Sportkleidung im Sinne von Jogginghose oder sowas, die dann auch allgemein flexibel sitzen. Ja, deswegen. Also ich werde die jetzt anlassen. Wahrscheinlich einfach den ganzen Tag damit rumlaufen. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich finde die jetzt großartig und brauche noch 5 Stück davon. Ne? Genau, ihr Lieben, das war jetzt mein Shein-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Also meine Haare feiern auf jeden Fall eine Party. Ich hoffe, ihr feiert ebenfalls eine Party. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, Fashion Hauls, ne, Try-on Hauls, hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.